Herzlich willkommen. Ihr Team der Club- und Distriktunterstützung stellt als Teil Ihres Presidents-Elect-Training-Seminars vor, welche Unterstützung Sie während Ihres Präsidentenjahres von Rotary International erhalten können. Dies ist das zweite von insgesamt drei Videos, welche wir für Sie im Rahmen dieses Seminars aufgenommen haben. Beginnen wir mit dem Aktionsplan von Rotary, der noch die nächsten drei Jahre gelten wird. Der Aktionsplan von Rotary basiert auf vier Schlüsselprioritäten, die wir hier sehen können. Verstärkung unserer Wirkung, Ausbau unserer Reichweite, stärkere Einbindung aller Beteiligten und Steigerung unserer Anpassungsfähigkeit. Vor der jüngsten Pandemie haben wir einfach über den Aktionsplan von Rotary und seine vier Prioritäten gesprochen, wie hier zu sehen ist. Doch zum aktuellen Zeitpunkt scheint es angebrachter zu sein, über den Aktionsplan von Rotary im Hinblick darauf zu sprechen, wie Rotary-Clubs auf der ganzen Welt jede der vier Prioritäten umsetzen konnten, als die Pandemie ausbrach. Lassen Sie uns ein paar Beispiele für die Arbeit in unserer Region anschauen und wie diese Arbeit unsere Wirkung verstärkt hat. Dieser Rotary Club hat Menschen und Unternehmen, die von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind, Unterstützung und ein Stück Hoffnung wiedergegeben. Die Clubmitglieder halfen dabei, eine Webseite einzurichten, auf der lokale Händler Waren verkaufen können. Ihre Bemühungen richten sich sowohl auf unmittelbare als auch auf langfristige Bedürfnisse. Dieser Rotary Club kaufte Computer und Tablets mit drahtlosen Routern, um sie einem örtlichen Pflegeheim zu schenken, damit Familienmitglieder mit den Bewohnern in Kontakt treten können, während das Heim aufgrund der Pandemie für Besucher geschlossen wurde. Was können Clubs tun? Führen Sie eine Impfaufklärung und Kommunikation durch, welche die Wirksamkeit einer Impfung verdeutlichen. Dies wird helfen, Impfstoffresistenz und Fehlinformationen zu bekämpfen. Arbeiten Sie dort, wo es angebracht ist, mit der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF auf Länderebene zusammen. Arbeiten Sie auf lokaler Ebene mit Regierungen, Unternehmen und Stiftungen zur Unterstützung von Covid-19-Aktivitäten zusammen. Und registrieren Sie Ihre Projekte auf Rotary Showcase. Die zweite Priorität des Aktionsplans von Rotary ist die Erweiterung unserer Reichweite. Doch um diese zu erreichen, ist es notwendig, zunächst unsere Mitgliederzahl zu erhöhen. Welche Hilfsmittel sind für Sie im Hinblick auf den Aktionsplan verfügbar? Nun, warum besuchen Sie nicht das Lerncenter in Mein Rotary und werfen einen Blick auf den Kurs Rotarys Aktionsplan, was wir tun können? Der Aktionsplan umfasst unsere vier Prioritäten zusammen mit den jeweiligen Zielen und enthält interaktive Aufgaben, die Ihnen zeigen, wie Sie effektiv arbeiten und Ihre Ziele mit unserem Aktionsplan abstimmen können. Um Ihre Ziele festzulegen, empfiehlt es sich, zunächst die Clubmitglieder zu befragen und einen Strategieplan zu erstellen. Mit Hilfe unseres Leitfadens zur strategischen Planung werden Sie in der Lage sein, die Besonderheiten Ihres Clubs zu erfassen. Schauen Sie sich die jeweiligen Stärken und Schwächen an und identifizieren Sie Herausforderungen und Chancen für Ihren Club. Verwirklichen und entwickeln Sie Ihre Vision, indem Sie bestimmen, wie Ihr Club in 3 bis 5 Jahren aussehen wird. Ihre Vision können Sie erreichen, indem Sie Ihre wichtigsten strategischen Prioritäten durch die Festlegung von Clubzielen entwickeln. Verfolgen Sie die Fortschritte Ihres Clubs, kommunizieren Sie diese und bestimmen Sie die notwendigen Anpassungen und Maßnahmen, um noch nicht erreichte Ziele anzugehen. Unser Präsident-Elect, Shekhar Mehta, hat mehrere Aktionspunkte, die zum Wachstum von Rotary beitragen sollen. Sein Slogan für 2021-2022 lautet Each One, Bring One. Dieses Wachstum sollte Teil des langfristigen Strategieplans Ihres Clubs sein, da es die Gewinnung neuer Mitglieder in Ihren Clubs und die Gründung neuer Clubs in einigen Regionen beinhaltet. Die Ziele sind, die Mitgliederzahl von Rotary zu erhöhen, indem jedes Mitglied für das Mitgliederwachstum verantwortlich gemacht wird. Wachstum von Rotary durch die Gründung von Clubs sowie ein langfristiges strategisches Ziel für nachhaltiges Mitgliederwachstum. Die dritte Priorität des Aktionsplans von Rotary ist die stärkere Einbindung aller Beteiligten. Lassen Sie uns daher einige Möglichkeiten anschauen, wie Rotary ein größeres Engagement durch Flexibilität und Innovation unterstützt.
Wenn uns die Pandemie etwas über unsere Mitglieder gelehrt hat, dann ist es, wie anpassungsfähig sie gegenüber Veränderungen sind. Dies bringt große Chancen für Rotary mit sich, da wir flexibel genug sind, um unsere Mitglieder zu ermutigen, die rotarische Erfahrung in verschiedenen Formen und Ausprägungen zu erleben. Lassen Sie uns einen Blick auf einige flexible Mitgliedschaftsoptionen werfen, die Ihr Club vielleicht in Betracht ziehen möchte. Firmenmitgliedschaft. Diese Mitgliedschaft kann dazu beitragen, die Fähigkeiten und das Fachwissen Ihres Clubs zu diversifizieren. Sie bringt neue Ideen ein, um derzeitige Mitglieder zu binden und gleichzeitig lokale Unternehmen zu involvieren. Die Familienmitgliedschaft, auch Ehepartner- oder Partnermitgliedschaft genannt, ähnelt der Firmenmitgliedschaft, da es oft ein Hauptmitglied und ein oder mehrere stellvertretende Mitglieder gibt. Clubs, die diese Art der Mitgliedschaft anbieten, bieten in der Regel eine ermäßigte Clubgebühr für das stellvertretende Mitglied bzw. Mitglieder als Anreiz zum Beitritt an. Wir beobachten auch, dass einige Clubs die assoziierte Mitgliedschaft als Probezeit nutzen, um potenzielle Mitglieder zu gewinnen. Wenn die assoziierten Mitglieder einen Mehrwert in der Rotary-Erfahrung sehen, können sie dem Club beitreten. Und einige Clubs haben einen Mitgliedschaftstyp für junge Berufstätige mit einer erschwinglicheren Gebühr und flexibleren Erwartungen an die Mitgliedschaft entwickelt. Wenden wir uns nun der flexiblen Gestaltung der Clubtreffen zu. Das Ändern des Meetingformats bietet den Mitgliedern nicht nur eine Abwechslung im Hinblick auf ihre Club-Erfahrung, sondern hält die Mitglieder auch engagiert und aktiv im Club. Online-Meetings, heutzutage wissen wir alle, was solche Meetings sind. Wir haben gesehen, dass die meisten Clubs in diesen schwierigen Zeiten zu Online-Meetings übergegangen sind. Mit dieser Option haben Clubs nun die Möglichkeit, prominente Rednerinnen und Redner unabhängig von ihrem Wohnort einzuladen. Hybride Meetings kombinieren ein persönliches Live-Erlebnis an einem physischen Ort mit einer Online-Zuschaltung für Teilnehmende, welche nicht persönlich anwesend sind. Persönlich, traditionell haben sich Clubs auf diese Weise getroffen und werden dies sicherlich auch in Zukunft tun. Treffen können zudem vor Ort während Projekten abgehalten werden. Einige Clubs überarbeiten sogar ihre Präsenzregeln und erlauben, dass die physische Teilnahme während den Clubprojekten als Anwesenheit an Clubtreffen angerechnet wird. Dieses Meetingformat fördert die Projektarbeit und kann für jüngere Mitglieder sehr attraktiv sein. Schauen wir uns nun einige flexible Clubmodelle an. Wie auch Rotary-Mitglieder sind die Rotary-Clubs sehr unterschiedlich und haben verschiedene Modelle und Größenformate. Wir haben hier 4 Beispiele von Clubmodellen aufgeführt. Passportclubs erlauben Mitgliedern die Teilnahme an Treffen anderer Rotary-Clubs, solange sie eine bestimmte Anzahl von Treffen in ihrem eigenen Club pro Jahr besuchen. Dieses Modell spricht Menschen an, die häufig reisen oder solche, die gerne unterschiedliche Club-Erfahrungen sammeln und viele neue Kontakte knüpfen möchten. Firmenclubs bestehen aus Mitgliedern, die nahezu oder ausschließlich alle für denselben Arbeitgeber arbeiten und richten sich an Mitarbeiter einer Organisation, die zusammenkommen wollen, um Gutes in ihrer Gemeinde zu tun. Auf ein Anliegen bezogene Clubs ziehen Mitglieder an, die sich für ein bestimmtes Anliegen engagieren und ihren Dienst auf diesen Bereich konzentrieren möchten. Diese Clubs können von Menschen profitieren, die sich mit anderen verbinden wollen, während sie bestimmte Problemfelder angehen. Und schließlich internationale Clubs ziehen Expatriates an, die auf einer anderen Sprache als der des Landes kommunizieren. Dies sind Rotarierinnen und Rotarier, die sich treffen und austauschen möchten und durch ihre Clubtreffen Kontakte zu Menschen aus aller Welt knüpfen wollen, beziehungsweise anderweitig an internationalen Erfahrungen interessiert sind. Wir haben schon viel über Flexibilität gesprochen, aber lassen Sie uns jetzt ein Beispiel dafür ansehen, wie ein Club diese Flexibilität bereits umsetzt. Dieser Club wertet Engagement höher als Präsenz. Die Arbeit an Projekten wird als Anwesenheit angerechnet, alternativ können die Treffen auch online besucht werden. Außergewöhnlich ist auch die Zusammensetzung des Clubs. Es sind insgesamt 42 engagierte Mitglieder, wovon 24 Frauen sind. Das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 42 Jahre und 16 Personen sind ehemalige Rotaraktorinnen bzw. Rotaraktor. Die Clubs stellen ihre Anpassungsfähigkeit immer wieder unter Beweis, was uns zur nächsten Priorität des Aktionsplans führt.
Die vierte und letzte Priorität des Aktionsplans ist die Steigerung unserer Anpassungsfähigkeit. Wir wenden uns nun Themen zu, bei welchen es sich gezeigt hat, dass Rotary sich in die richtige Richtung bewegt. Fest steht jedoch auch, dass wir Ihre Unterstützung brauchen, um unsere Anpassungsfähigkeit zu verbessern und eine dynamischere Mitgliedschaft zu gewährleisten. Diversity, Equity and Inclusion, also Vielfalt, Gleichbehandlung und Inklusion, kurz DEI genannt, kann mit drei einfachen Schritten verbessert werden. Denken Sie über das Thema nach. Ein Teil unserer Aufgabe besteht darin, uns selbst weiterzubilden. Es bedeutet auch, den Sorgen und Herausforderungen anderer Menschen zuzuhören und von ihnen zu lernen. Sprechen Sie darüber. Verlassen Sie Ihre Komfortzone. Fordern Sie andere heraus. Stellen Sie Fragen. Unterstützen Sie Bewegungen. Berücksichtigen Sie verschiedene Perspektiven und tauschen Sie Ideen aus. Handeln Sie. Unterstützen Sie andere Stimmen und unterrepräsentierte Gruppen beim Sprechen, Schreiben und Lehren. Im vergangenen Jahr haben wir viele gemeinsame Aktionen von Rotarierinnen und Rotariern gesehen. Aber was ist der Schlüssel zum Erfolg? Nun, wir können mit einer starken und vielfältigen Mitgliedschaft beginnen. Der RI-Vorstand bildet eine Taskforce, die mit der Ausarbeitung eines umfassenden Plans beauftragt wurde, um erreichbare, messbare und sinnvolle Ergebnisse für Mitglieder und Teilnehmer von Rotary zu erzielen. Ein abteilungsübergreifendes Team von RI-Mitarbeitern wurde einberufen, welches DEI-Ressourcen für Mitglieder entwickelt. Rotary hat sich verpflichtet, den Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2023 auf mindestens 30% zu erhöhen und sie können dazu beitragen, dass dieser Wandel auf Club-Ebene stattfindet. Die Aufwertung von Rotaract wird dazu beitragen, die Generationskluft zu überbrücken, mit der Rotary derzeit konfrontiert ist. Wir werden im nächsten Abschnitt mehr darüber sprechen. Was können Sie als Clubpräsidentinnen und Clubpräsidenten tun? Vielfalt, Gleichbehandlung und Inklusion zu fördern, muss nicht schwierig sein, sondern kann ganz einfach umgesetzt werden. Fühlen Sie im Club den Puls. Solange Sie dies nicht tun, werden Sie nicht wissen, welche Änderungen wirklich notwendig sind, um eine Verbesserung zu erzielen. Bieten Sie Frauen Führungspositionen auf Clubebene an. Überbrücken Sie Generationsunterschiede durch Mentorprogramme sowie durch die stärkere Einbindung junger Mitglieder in Clubentscheidungen und bei der Entwicklung von Projekten und Strategien. Und schließlich können Sie zu einer stärkeren Vielfalt beitragen, indem Sie mehr Flexibilität anbieten, sodass mehr Personen aus Ihrem Gemeinwesen in der Lage sind, Rotary beizutreten und gleichzeitig Familie und Arbeit im Einklang zu halten. Schauen wir uns einen Club an, der sich Vielfalt und Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat. Dieser Club in Deutschland arbeitet gemeinsam an der Verbesserung von Vielfalt und Inklusion. Das Amt Clubpräsidentin bzw. Clubpräsident wechselt jedes Jahr zwischen weiblichen und männlichen Mitgliedern und der Club setzt sich dafür ein, dass alle Mitglieder die gleichen Rechte und Pflichten haben, was in unserem und anderen Teilen der Welt leider nicht immer der Fall ist. Nachdem wir nun aufgezeigt haben, wie Vielfalt gelebt werden kann, lassen Sie uns einen Blick auf die Aufwertung von Rotaract werfen. Aufgrund der Aufwertung von Rotaract wurden wichtige Änderungen beschlossen. Schauen wir uns diese kurz an. Ab dem 1. Juli 2022 können Rotaract-Clubs entweder internationaler Sponsor oder Host-Sponsor eines Global Grants mit einem Rotary-Club sein. Der RI-Zentralvorstand und das Kuratorium haben empfohlen, dass der RI-Präsident Rotaracter und Rotaracterinnen in Ausschüsse beruft. Und der Vorstand entschied, dass Rotaract-Clubs ab 2022 Mitgliederbeiträge zahlen werden und sucht nach Möglichkeiten, die Kosten für die Mitglieder durch Fundraising und Zusammenarbeit mit Patenclubs auszugleichen. Was kann Ihr Club tun, um Rotaracter und Rotaracterinnen in Ihren Gemeinden zu gewinnen und zu unterstützen? Nun, Ihr Club könnte Programme und Veranstaltungen zur Förderung der beruflichen Entwicklung ins Leben rufen und Rotaracter und Rotaracterinnen zur Mitwirkung an der Planung einladen. Networking-Veranstaltungen planen, bei denen jüngere Berufstätige mit einflussreichen Führungskräften aus Wirtschaft und Gemeinden in Kontakt treten können. Unterstützen Sie auch die jüngere Generation durch Mentorship. Dies kann jungen Berufstätigen helfen, zukünftige Führungskräfte in den Gemeinden zu werden. Wir zeigen Ihnen nachher ein Beispiel von einem Club, der genau dies tut. Aber zuerst
Wie kann die Unterstützung von Rotaraktern und Rotaraktorinnen ihrem Club nützen? Rotary Clubs können von einer engen Beziehung zu ihrem Rotaract Club sehr profitieren. Ihre Generation ist äußerst technikaffin und kann ihrem Club dabei helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, einschließlich der sozialen Medien. Rotaractor bringen Enthusiasmus, Energie und Innovation mit. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, gemeinsame Meetings und Veranstaltungen zu organisieren, kann ihre frische Perspektive von großem Mehrwert sein. Rotaractorinnen und Rotaractor und Rotarierinnen und Rotarier arbeiten oft Seite an Seite bei Hilfsprojekten und können so den Einfluss auf das Gemeinwesen vergrößern. Schauen wir uns nun ein sehr gutes Beispiel für einen Club an, der Mentorship anbietet. In den letzten 3 Jahren haben der Rotary Club Nairobi und der Rotaract Club Nairobi Zentral ein Mentorprogramm durchgeführt. Mitglieder beider Clubs haben sich in kleinen Gruppen zusammengefunden, in denen sie sich in monatlich geführten Diskussionen austauschen. Eines der Hauptziele dieses Programms ist es, einen reibungslosen und rechtzeitigen Übergang von Rotaraktern zu Rotary zu ermöglichen. Außerdem erhalten die Teilnehmer eine Plattform, um sowohl persönliches als auch berufliches Wachstum zu fördern, was eines der Hauptziele von Rotary und Rotaract ist. Beim Mentoring geht es nicht darum, dass der Mentor dem Mentee sagt, was er zu tun hat, sondern es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen und ein Ziel zu finden, sinnvolle Beziehungen aufzubauen und zusammenzuarbeiten. Vielleicht macht Ihr Club bereits etwas Ähnliches. Falls nicht, dann können Sie als Clubpräsidentin bzw. Clubpräsident dieses Programm in Betracht ziehen. Damit sind wir am Ende unseres Abschnitts zur Strategie und Mitgliedschaft angelangt. Wir haben gesehen, wie die Clubs ihre Wirkung verstärken, wie sie in unserer Region während der Pandemie einen positiven Einfluss auf die Gemeinwesen ausüben. Ausbau unserer Reichweite. Wir haben Hilfsmittel vorgestellt, die Ihren Clubs dabei helfen, eine Vision und Strategie zu entwickeln, um die Mitgliederzahl von Rotary zu erhöhen. Stärkere Einbindung. Wir haben mehrere Beispiele für Flexibilität genannt, die Ihnen helfen können, die Mitglieder stärker einzubinden. Steigerung unserer Anpassungsfähigkeit. Wir haben Ihnen Methoden aufgezeigt, die Ihnen helfen, mehr Vielfalt und Inklusion zu etablieren. Werfen wir nun einen Blick auf einige der Hilfsmittel und Ressourcen, die es gibt, um Ihnen bei der Umsetzung von Veränderungen, der Erfassung von Fortschritten und beim Erreichen von Zielen helfen können. Wir hoffen, Sie fanden diese Präsentation hilfreich. Schauen Sie sich doch auch unsere anderen kurzen Videos im Rahmen des PETs an, zum Thema RI-Struktur und Sekretariat sowie Rotarys Ressourcen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Jahr als Clubpräsidentin bzw. Clubpräsident und vergessen Sie nicht, Sie sind nicht allein, wir sind immer da, um Sie zu unterstützen. Alles Gute für Ihr Amtsjahr!